Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Black, und ich bin immer noch an meinem Kraftwerk zugange, beziehungsweise erstmal war ich zugange, hier ein bisschen was zusammen zu craften. Und ich brauche noch so einen Wireless Transmitter. Glücklicherweise kann ich noch einen bauen. Deswegen machen wir das gleich. Ging ja schneller, als ich dachte, weil ich das Rezept noch drin hatte. Weil ich brauche ja noch einen, den ich hier dahinter setzen kann. Hier, so. Den ich dann auf Home einstelle. Portalnetz, Home. So, okay. Für den Fall, dass nämlich mal bei mir zu Hause das Kraftfeld deaktiviert sein ist, wird es dadurch mit aktiviert. Das ist der ganze Grund, warum ich das Teil hier noch brauchte. Ansonsten hat ja alles schon funktioniert. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch schön einbauen. Zip, zip, zip. Einmal. So. Okay. Eins höher müssen wir sowieso. So. Ich kann auch hier oben endlich gleich zumachen. Das heißt, nein, halt. Habe ich Fackeln mit? Ja, Fackeln habe ich mit. Wenn ich hier hinten schon so ein Loch lasse, sollte ich es auch ausleuchten. Klack. Besser. So, okay. Soweit steht es schon mal. Hier, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen was an Akzenten machen. Das sieht noch nicht so schön aus. Aber das wird noch. Vielleicht könnte ich auch einfach... Ja, warte mal. Ich guck mal, wie das aussieht. Hopp. 1, 2, 3. Das ist ja auch schon mal was. Ist noch nicht perfekt, aber es ist schon mal was. Und wie gesagt, das hier soll ja erstmal nur der Portalraum werden. Alles andere folgt... Später immer noch. Hep, hep, hep. Pferdchen im Galipp. Das war blöd, der kommt nämlich nicht mehr hin. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. So, hier drin werde ich dann erstmal Fackeln aufstellen. Später werden das aber keine Fackeln werden. Da werde ich hier drin plupp ein paar Lämpchen installieren. Weil, wie gesagt, das hier ist ja Technik alles und Technologie. Und da sehen Fackeln irgendwie doof aus. Passen da irgendwie nicht rein. Ihr versteht, was ich meine. So. Das Teil noch zu. Und hier noch. Das war verkehrt. Machen wir es hier. Dürfte auch nichts passieren hier drinnen. Dürfte genug ausgeleuchtet sein. Was noch weg kann. Okay. Das weg. Das auch. Und hier drin. So. Wir könnten dann noch zwei Schilder an, die ich sogar noch mit habe. Ja, das machen wir auch direkt. Zwei Schilder. Portal-Netzwerk. Das auch schön ausgeschildert ist, wo es hier hingeht. Portal-Netzwerk. So, okay. Portalnetzwerk. Sehr schön. Dann sollten natürlich hier noch ein paar schöne Türen rein. Das machen wir mit Druckplatten. Und zwar mit... Ich mache hier mal ein paar andere Türen rein. Das heißt ja... Wie hießen die? Reinforced Door. Da. Reinforced Doors. Die werden aus Reinforced Stone gemacht, die ich aus Advanced Alloy mache. Dieser Reinforced Stone ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auch sehr explosionsresistent. Das heißt, der fliegt auch nicht so leicht in die Luft. Entsprechend könnte man das auch als für die Ummantelung für anderes nehmen. Und auch die Reinforced Door fliegt nicht so leicht in die Luft. Wir müssen aber erstmal die Stones machen. Das können wir dann zu Hause machen. Gehen wir mal nach Hause. Dafür haben wir es ja. Und gehen mal oben pennen und machen uns solche Reinforced Stones. Mal schauen, ob ich noch solche Advanced Alloy Plättchen habe. Wenn nicht, müssen wir halt welche machen. Aber ich bin guter Dinge. Weil ich habe ja geschmandert und verschwendet. Und dürfte von allem ein bisschen viel haben. Zwischenprodukte, nein. Ich sehe keine. Wenn ihr welche seht, dann sagt mir Bescheid. Bescheid. Nichts. Na gut.
Dann wird es wohl Zeit, nochmal etwas Advanced Alloy anzufangen. Dazu brauchen wir ein wenig Bronze, glaube ich, war es. Zinn brauchten wir. Zinn. Und wir benötigten Refined Iron. Jawohl. Also hier hin. Refined Iron war, glaube ich, oben. Danach kam der Zinn. Und dann die Bronze. Nee, war ein bisschen anders. Okay, wir nehmen das hier eh nochmal wieder raus, ja. Weil hier drin stört das doch arg. Muss das irgendwo machen, wo Platz ist. Habe ich jetzt gerade so mal so ganz schnell pauschal besprochen. Beschlossen, nicht besprochen. So, einmal hier hin. Kann sein, dass ich doch noch irgendwo welches habe, aber es ist jetzt egal. Ich mache jetzt halt einfach welches. Gut ist es. So. Hopp. Zack. Ja. Da haben wir sie. Komm. Einfach her damit. 42. Brauchen wir die jemals wieder? Keine Ahnung. So, und dann gehen wir mal hier hinter in den Kompressor, wo wir tatsächlich noch ein paar Dense Copper Plates haben. Die muss ich bei Gelegenheit auch noch verarbeiten. Lege ich mal hier rein. So. Und gucken mal, wo kommen wir raus. Advanced Alloy, sehr schön. Was war das? Normaler Stein? Normaler Stein. Auch da habe ich noch ein bisschen was einstecken. Reinforced Stone. 1, 2, haben wir 16 Stück schon mal. Und daraus Türen. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Und die werden wahrscheinlich auch mit Knöpfen oder Druckplatten bedient werden müssen. Aber ja, das kriegen wir hin. Was ist das denn hier? Überall ist alles voll. Ich hasse das. Warte mal. Muss mal kurz hier. Das raus. Den Bronzebahn raus. So, okay. Die hier auch noch raus. Komm, brauche ich jetzt erstmal nicht. Wenn, dann hole ich mir neue, so. Wisst das. Wo habe ich denn jetzt das? Ja, hier habe ich doch schon ein Advanced Alloy. Reinforced Store. 1, 2 kann ich nicht stacken, wie immer. Okay. Dann mache ich mir mal Druckplatten. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ich brauche natürlich noch welche für drinnen. Fällt mir gerade so auf, weil ich brauche dann hier wirklich auf beiden Seiten welche. Lalalala. Oder ich könnte draußen auch einen Schalter, ist doof. Ich mache Refined, Quatsch. Ich wollte Stein haben, Mann. Stein. Da. Da haben wir noch Steinstufen, die nützen mir jetzt gerade nichts. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. So und so. Zack. Wunderbar. Und damit gehen wir jetzt wieder rauf. Flupp. Setzen hier eine Platte. Nein, setzen hier keine Platte, weil da muss eigentlich doch der Weg drunter. Aber das kann ich auch später machen. Ist okay. So, dann hier. Reinforced Door. Und hier. Reinforced Door. Gehen die nur in eine Richtung? Kann natürlich sein. Na, von der Textur haut es schon hin. Die Textur ist ein bisschen doof, wie es aussieht. Warte mal, ich guck mal, ob ich die hier doch nochmal umtexturieren kann. Ui, das dauert. Ja, wie gesagt, ist eine gehärtete und verstärkte Tür. Bis die kaputt geht, braucht man eine Weile. Ich muss das auch nicht überall machen, wenn ich hier irgendwo noch ein paar Iron Doors habe, weil das war bescheuert. Würde das ja für den Notfall auch funktionieren. Aber immerhin, es funktioniert jedenfalls so. Und wenn die auf der anderen Seite ist, naja gut, dann okay, dann ist ein kleiner optischer Makel. Arschgeleckt. Ich will jetzt diese verwenden. Zuerst wollte ich Iron Doors verwenden, jetzt will ich diese verwenden, ist egal. So, gehen wir einfach hier lang. Ist egal, zack, zack, komm rein. Komm raus. Damit steht schon mal das erste Gebäude sozusagen. Die erste Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Wir könnten nach hier oben kommen. Machen wir es so. Zack. Sieht doch gut aus. So, Portalnetzwerk. Du stehst. Den Weg hier werden wir auch wieder unten wie aus den Pflastersteinen machen. Da hätte ich die gleich mitnehmen können, beziehungsweise aus den Steinplatten hier. Stein, da, Steinstufen, besser gesagt. Insofern nochmal durch. Hier, das nochmal weg, das nochmal weg. Und mit der Wind of Lightning, voll schlau. Gehen wir hier ein Stück vor. So. Und werden hier hinten mal anfangen, den Weg rein zu zimmern.
warum ich, wie gesagt, der Kiesweg sieht auch nicht schlecht aus, wie eine Dü hat. Das Problem ist, dass wenn ein Enderman kommt, klaut er gern den Kies. Diese Steinstufen klaut er nicht. Deswegen lieber diese Stufen als Kiesweg. So, so. Okay, einverstanden, so kann man das lassen. Ich muss mal noch ein Foto machen und so. Einmal hier vom Portalnetzwerk. Das hat ja so halbwegs funktioniert. Und einmal hier. So. Und damit steht schon quasi das erste Häuslein. Wie ich die anderen mache, ich brauche jetzt hier erstmal... ja, genau. Hier fange ich an, quasi erstmal das Fundament für die Windmühlen sozusagen zu setzen, die ich aber entweder aus Eisen oder Tinnblöcken machen wollen würde. Wie viel Tinnen haben wir denn? Ich glaube, ich brauche jetzt Haufen Tinnen. Wir haben einen Haufen Tinnen da. Gut, 1, 2, 3, 5, 10.688. Ich gehe mal hier hin, mal schauen, ob ich einen Tinnblocker hinbekomme, der auch gut aussieht oder ob es die überhaupt gar nicht hier gibt. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Doch, es gibt Tinnblöcke. Schön. Also, machen wir erstmal hier. Tin. Wie heißt das Teil? Tin. Also hier heißt es wirklich Tinnblock. Tin. Oh, ein Gewitter. Ein Gewitter. So, hopp. Ich nehme mal einen raus. Schmeiße ihn kurz daneben, damit ich mir die restlichen machen kann. Hallo? Nimm dann nur das andere. Das wäre ja blöd. Dann geh mal her hier. Hier gehen wir nicht hin. Hier ist noch Platz. Das da rein alles und dann tausende Tinnblöcke. Wie das dann aussehen wird, ich bin mir noch ehrlich gesagt noch gar nicht sicher. Und ob es aussehen wird, auch nicht. Ich fange jetzt erstmal an zu bauen. So, nur damit ihr es wisst. So, 1, 2, 3. 5, 6. Na gut, komm, machen wir es ins Fundament rein und dann können wir auch nach oben gehen. Hopp. So, ich muss ja natürlich das Kabel noch runterleiten, fällt mir gerade so auf. Ich könnte das auch anders machen. Warte mal, ich gehe nochmal hoch, wie immer. Lalalala, wir bauen schon wieder ab und das nicht zu knapp. Nee, das sieht doof aus. Es soll ja, wie gesagt, soll ein bisschen nachempfunden sein. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Dinger noch nicht gebaut, aber es soll ein bisschen nachempfunden sein zu den Panels, die wir standardmäßig auch so, oder zu den Solar- oder Windkraft-Panels, die wir sonst so immer haben. Tinnblöcke kann ich nicht teilen. Scheiße. Na, dann kann es auch sein, dass ich Eisenblöcke nehme. Eisen haben wir hier noch. Ich guck mal, wie die hier im Vergleich zu den Tinnblöcken aussehen. Bisschen dunkler. Gucken, hopp und hopp. Ja gut, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Tin würde mir aber trotzdem lieber gefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht mal den Boden aus Tinblöcken und wie sieht es denn mit Marble aus? Marble wäre vielleicht die ideale Möglichkeit. Ich glaube, ich nehme Marble. Jetzt nicht Marble Brick, den kann ich jetzt mal raustun. Sondern normalen Marble. Haben wir hier. Noch genug. Und auch wieder eins zu viel reingehauen. So, okay, so ist gut. So. Das heißt, das hier wieder raus. Mal hier hineingeguckt. Irgendwo muss doch... Ja, ist denn... Ja, Mai. Wo ist denn? Ich hatte doch die Säge gerade... Ach, die habe ich im Inventar. Alles klar. So, das Zeug wieder zu covern. Oh, Säge ist alle. Mist. Machen wir schnell eine neue Säge. Das heißt, ich brauche zwei Diamanten. Edelsteine haben wir hier. Eins, zwei Diamanten. Eisen habe ich im Inventar. Und Sticks. Habe ich die alle verwurstet? Oder habe ich die noch hier irgendwo liegen? Da sind sie. Halt. So, 1, 2, 3, wenn ich es nicht richtig im Kopf habe. Eisen so. Diamanten so. Sehr perfekt. Die nehmen wir wieder mit rüber. Nein.
Doch. Hierhin. Machen so und so. Panel, nicht Panel. Ich will das doch gar nicht gerade gependelt haben alles. Wir gehen das wieder hoch und hauen das mal zu covern. Okay. Und jetzt gucke ich mal, wie das dann so aussehen wird, nachdem ich schlafen war. Es wird schon wieder dunkel. Den Tinnenfuß, das Tinnenfundament können wir ja lassen. Das ist ja kein Problem. Zack. Wunderbar. Und dann, ach so, ich werde das gar nicht so weit hochbauen. Ich muss erstmal Kabel machen. Nämlich, Kabel. Guck mal, was haben wir denn hier? Ribbon Cable, Obsidian Jacket Cable, Bundled Cable, Grey Cable, Bundled Cable, White Bundled Cable. Nee. Ich brauche keine. Die sind hier nicht 10K oder so? 10K. Diese brauche ich. Blue Alloy Wire und dann mit Wolle nochmal verstärkt haben wir 10KV Wire. Okay, dann werde ich wohl erstmal ein paar Blue Alloy Wire machen müssen. So, Blue Alloy haben wir hier unten irgendwo, hoffe ich, genau. Und jetzt brauche ich viel Wolle. Wolle. Mob Drops. Und zum Glück haben wir da draußen wahrscheinlich dann auch noch einen Haufen davon. Sollte also nicht das Problem sein. Ich mach mal kurz diesen Marble raus. Nehmen wir die anderen noch mit. Nein, die. Mob Drops hier. Das heißt, so viel werden wir gar nicht haben. Ich habe ja keinen Spinnen-Spawner drin und naja, wir werden sehen. Warte, wir machen das anders. Sonst geht das wieder nicht so schön. So. Wolle. Okay. Jetzt brauche ich die hier. Und ich brauche. Wo ist denn die Wolle hin? Da. 1, 2, 3. Ja, 1. Toll. 1, 2, 3. Da werde ich viel von drauf brauchen. Weil die Blue Energy verbraucht sich auch. Das ist das Problem. Auf große Strecken, genau wie mit den Copper-Kabeln, ist das bei den Blue Energy-Kabeln. Und diese 10KV-Wire sind halt wie Hochspannungsstrom-Kabel ein bisschen verbessert. Entschuldigung, jetzt muss ich noch kurz vor Ende der Aufnahme niesen. Ich brauche noch einen Haufen mehr Wolle. Na, dann gucken wir mal raus, ob ich draußen irgendwie noch ein paar Strings habe. Oder ob, ja, wie gesagt, die Zombies nicht das Zeug mit hochgenommen haben. Weil hier, wie gesagt, ist es erforderlich, dass die Zombies die ganzen Strings mit nach oben nehmen. Das brauche ich denn mal nicht. Was kann ich denn mal weghauen? Gar nichts. Toll. Kann aber, was ich machen kann, ist natürlich das erstmal da rein, das nehmen wir noch mit. Okay, das machen wir jetzt zu Wolle. So, okay, haben wir 64 Wolle und kann jetzt das hier wieder mitnehmen. Ist das gut oder ja? Schlau gelöst, vielleicht nicht schlau genug, aber immerhin. So, ich will, wie gesagt, die Blue Alloy Wire werden wir auch noch einige brauchen. Aber ich will jetzt erstmal diese Wolle haben. Wolle. Habe ich in den Kabel hingetan. Manu, ich vergesse das immer wieder. Hier sind sie. Das heißt, hier die Wolle rein. Machen wir erstmal von diesen ein paar. Und dann kann ich eigentlich nochmal schnell ein paar normale Blue Alloy Wire hinterherziehen. Was ist das? White Isolated Wire. Warum habe ich die hier drin? Ist egal. Wird schon seine Gründe haben. Und nehmen die noch mit. Achso, und so einen Transformer könnte ich gebrauchen. Transformer, jawohl, hier, Voltage Transformer, da brauche ich auch wieder diese Teile, yay. Na, wenigstens ist das dann nicht verschwendet, kann ich dann noch ein paar von diesen Copper-Dingern machen. Aber das machen wir dann alles, wenn dann in der nächsten Folge. Ich muss aber erstmal ausprobieren, ob das so klappt, wie ich da hochbauen will. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es klappt, wenn es nicht, dann ja, ein bisschen später. Bis zum nächsten Mal, Leute, bis denn, tschüss.